So, Mama zeigt dir und erklärt dir heute die Armkontrolle. Okay. Jetzt, wo du da so liegst, sieht es ja aus, als ob du bewusstlos bist. Na, da ist ja dieses Ansprechen, hallo, hallo. Ne? Und um die Atmung vernünftig zu kontrollieren, sollte man auf jeden Fall den Kopf überstrecken. Ne? Damit die Zunge gleichzeitig in dem Moment hochgezogen wird mit dem Überstrecken. Weil die Zunge ein Muskel ist. Ne? Und wenn man das so, den Kopf so lässt, dann hängt die Zunge normalerweise jetzt nicht. Jetzt ist sie da, aber du bist ja auch nicht wirklich bewusstlos. Hängt die Zunge jetzt wirklich hier unten. Ja, und hat im Grunde genommen die Tür zugemacht zu der Luftröhre hin, wo natürlich die Luft in die Lunge gelangt. Ne? Und damit öffne ich eigentlich die Tür, indem ich die Zunge hochziehe, mit diesem Griff jetzt hier. Ne? So ist jetzt hier wieder Platz. Und so kann man dann natürlich vernünftig versuchen zu hören, zu sehen und zu fühlen, indem ich mit meinem Ohr, so gut es geht, ganz nah runter zur Nase, Mund komme. So, mit den Augen auf den Brustkorb gucke. Jetzt bewegt er sich natürlich richtig schön, weil du bist ja nicht bewusstlos, aber du atmest aber ja auch. Ne? Wenn, dann wirst du ein Bewusstloser sein, der atmet. Aber momentan ist alles, du versuchst gerade die Atmung anzuhalten, weil ich höre nämlich nichts mehr. Deswegen ist es immer ganz schön, schauen. Ne, also dieses Sehen, dieses Hören und Fühlen. Aber Daria versucht es gerade mir ein bisschen schwierig zu machen. So, und das dann 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, Atmung ist vorhanden. Ich habe das gesehen. Ich habe es gehört. Und ich habe es sogar gefühlt. Also könnte man jetzt die stabile Seitenlage machen. Mama. Ja, super. Selber, ne? So wie, bis wann zählen wir das vorhin? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, super. Atmet und ja. Man spürt es und man hört es. Ne? Man hat es sehr gut gehört, ne? Und auch gesehen jetzt, hier. Und gespürt. Machst du das auch einmal bei Mama machen? Jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig. Oh. So, dann leg ich mich einmal dahin, wo du bist. Ja, ich hab gepackt. Dann mach das einmal bei Mama noch. Ich zähl. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Was gibt's? Hab was gehört. Hast du was gehört? Hast du was gesehen? Ja. Hast du was gespürt? Komm mal eben mal hierher. Wenn du jetzt das so machst, ne, dann schau mal, dass du nicht hier bei Mama liegst, sondern dass du ein bisschen weiter höher bist. Aber ich habe schon mit dir gemacht. Und dann Nase, Mund. Aber du lagst irgendwie mehr auf meinem Mamas Mund. Du lagst so. Du solltest so ein bisschen höher dann. So. Und jetzt hier drauf gucken. Siehst du was? Ja. Geht meine Hand höher? Ja. Hier. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt hast du es gut gehört und gefühlt, oder? Und gesehen, ne? Ja. Nee, ich meine hier an deinem Ohr hast du das gut, oder? Ja.